Bei mir ist Nils Quaschner, Neuzugang von Arminia Bielefeld. Nils, was hat dich bewogen, einen Dreijahresvertrag bei Arminia Bielefeld zu unterschreiben? Ja, es waren sicherlich die Gespräche mit dem Trainer, die mich dann überzeugt haben, hierher zu kommen. Das Konzept, die Spielweise, die wir jetzt die Saison durchziehen wollen, das war dann ausschlaggebend, dass ich dann halt nach Bielefeld komme. Und mir war es wichtig, auch mal langfristig jetzt zu unterschreiben, dass ich wirklich mit Ruhe an die Aufgabe rangehen kann. Du hast eine ganze Menge schon erlebt in deinen jungen Jahren, in deiner Fußballerkarriere. Du sagst auch selbst, es ist dir wichtig, dass du dich mal etwas länger jetzt an einen Club bindest. Zuletzt warst du ein Jahr an den VfL Bochum ausgeliehen von RB Leipzig. Warum ist es da nicht weitergegangen? Ja, es ist nicht die Saison gewesen, die wir uns vorgenommen haben in Bochum. Da ist einiges schiefgelaufen. Wir hatten viele Verletzungen. Und letztendlich wollte der Verein was anderes probieren. Ich persönlich auch. Und deswegen hat es dann gut gepasst, dass ich jetzt quasi hier nach Bielefeld kommen kann. Wer sich für 3 Jahre an einen Club bindet, der muss Ziele haben. Was glaubst du, ist in der kommenden Saison und dann auch perspektivisch hier mit und bei Arminia Bielefeld möglich? Erst einmal müssen wir die nächste Saison konsequent durchziehen, dass wir nicht unbedingt in den oder dass wir nicht in den Abstiegskampf rutschen. Das ist wichtig, dass wir dann auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit haben, ein gewisses Selbstbewusstsein, um dann halt wirklich die Saison ja, möglichst konstant und gut zu gestalten. Du hast in Salzburg, RB Salzburg und RB Leipzig zwei Vereine wirklich von innen kennengelernt, ja, über die es geteilte Meinungen gibt. Der Club wird auch teilweise eben sehr kritisch gesehen. Kannst sagen, wie es wirklich aussieht in dem Verein. Was sind deine Eindrücke oder was nimmst du mit von der Zeit bei RB? Ich kann nur das Sportliche beurteilen. Das ist sehr professionell. Das ist von A bis Z durchstrukturiert. Da ist ein ganz klares Konzept hinter. Und da wird halt alles für den Spieler gemacht, dass man sich wirklich nur auf den Fußball konzentrieren kann. Das geht los bei der Ernährung, bei den Trainingsbedingungen und hört auf bei privaten Problemen und Konflikten, die da auch wirklich abgenommen werden vom Verein. Und nur das kann ich jetzt beurteilen und das ist sehr und hochprofessionell. Du hast bei den Vereinen auch ans Tor zur Champions League geklopft, Europa League gespielt. Ist es perspektivisch dein Ziel, auf dieses Niveau dann eines Tages auch wieder zurückzukommen? Ja, ich würde mich nicht beschweren, wenn das jetzt wirklich wieder so kommen würde. Klar arbeite ich darauf hin, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Mein Ziel ist es jetzt voranzukommen, mich weiterzuentwickeln und dann wirklich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten zu helfen hier in Bielefeld. Danke für das Gespräch, Nils. Danke.